Körper ist wie vergiftet. In meiner Seele steckt ein Dorn. Ich bin nicht mehr der Herr meiner Sinne. Das Szenario beginnt von vorn. Wieder bohrt sich ein Keil durch mein Herz und ich merk, wie mein Geist langsam den Bann verfällt. Ich setz mich verzweifelt zur Wehr, merk, wie sich ein Teil von mir verfärbt. Herzlich willkommen in meiner schwarzen Welt. Die Winde kommen näher, ich fühl mich wie gelähmt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Meine Hände werden schwer, es zwingt mich zu Boden, bitte bring mich ans Licht. Denn langsam verschwindet die Sicht, ich fühle, wie es mich innerlich frisst. Es spaltet meine Persönlichkeit, ich höre diese Stimme, die mit mir spricht. Sie nimmt mir, was mein eigen ist, wohin ich auch gehe, sie begleitet mich. Sie wirft mein Leben aus dem Gleichgewicht, das ist mein zweites Ich. Das ist die Seite, die noch keiner kennt. Zwei Herzen schlagen in der Brust von nur einem Mensch. Du zeigst mir deine heile Welt, doch ich bin mir sicher, dass dir meine nicht gefällt. Jede Entscheidung wird zu zweit gefällt, denn ich bin zu zweit auf mich allein gestellt. Mein zweites Ich. Nachts um drei in meinem Bett, ich halte verzweifelt das Nein. Du fest, bin bewegungsunfähig und schreibe schon seit ein paar Stunden auf den gleichen Fleck. Denn ich sehe schlimme Dinge, leide an Atemnot, verfalle in eine Art Schlafparalyse und warte dort auf den Gnadenstoß. Schatten, Schatten an der Wand, verdammt, du machst mich krank. Ich schlafe zwar mit zwei geschlossenen Augen, doch finde mich in einem Wachzustand. Ich ändere den Facebook-Status auf Tausche Hölle gegen Schlachtenland. Langsam macht es mir Angst, wenn sie sagen, ich bin nicht mehr klar bei Verstand, denn ich gehe ans Handy und hör Teufelsstimmen, die nicht freundlich klingen. Und leg ich dann auf, beginnt das beschissene Ding erneut zu klingeln. Mitten in der Nacht hör ich das Geräusch von Schritten. Ich träum von Tod, ich träum von Dämonen und ich träum von ich seh mich selbst als Bedrohung, deswegen verlasse ich nur selten die Wohnung. Ich fürchte meine Verhaltenszüge und seh mich seit langem nach etwas Erholung. Denn vor meinem Schlafzimmerspiegel, da steht ein abgekämpfter Mann. Sag mir, wo endet die Realität und fängt die Wahnvorstellung an? Mein zweites Ich. Das ist die Seite, die noch keiner kennt. Zwei Herzen schlagen in der Brust von nur einem Mensch. Du zeigst mir deine heile Welt, doch ich bin mir sicher, dass dir meine nicht gefällt. Jede Entscheidung mir zu zweit gefällt, denn ich bin zu zweit auf mich allein gestellt. Mein zweites Ich. In meinem Kopf lebt ein Parasit, der vertrieb meine Gedanken von wegen Paranoid. Ich durchlebe hier die Hölle auf dem Weg zum Paradies. Versuch die Krankheit zu besiegen, aber schaff es vielleicht nie. Denn in meinem Kopf lebt ein Parasit, der vertrieb meine Gedanken, nimmt mir alles, was ich liebe. Ich durchlebe hier die Hölle und ich falle auf die Knie. Versuch die Krankheit zu besiegen, doch wahrscheinlich schaff ich es nie. Das ist die Seite, die noch keiner kennt. Zwei Herzen schlagen in der Brust von nur einem Mensch. Du zeigst mir deine heile Welt, doch ich bin mir sicher, dass dir meine nicht gefällt. Jede Entscheidung wird zu zweit gefällt, denn ich bin zu zweit auf mich allein gestellt. Mein zweites Ich.